Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. Gleich 10:30 Uhr am 15. Juli. Wir haben hier News aus Great Britain zu erwarten. Und zwar schauen wir jetzt mal kurz auf die Agenda, die uns hier sozusagen bevorsteht. Und zwar haben wir da 10:30 Uhr hier Hypothekenanträge, ach Quatsch, Arbeitslosengeldbezieher, Arbeitslosenquote und den Durchschnittsverdienstindex. Und das sind durchaus Daten, die hier das britische Pfund treiben können. Und da sehen wir gerade, es geht schon los. Wir sehen hier einen Rückgang, der sich hier gerade schon vollzieht. Die Daten liegen mir jetzt gerade noch nicht vor, aber das britische Pfund orientiert sich entgegen der gestrigen Lethargie jetzt schon ein Stück weit stärker nach unten. Also hier insofern sehr, sehr spannend, was jetzt hier infolge der gestrigen Aufwärtsbewegung, die hier insbesondere nicht durch die News, da herrschte ja mehr Lethargie, sondern vielmehr eben hier durch die Statements der Bank of England im Sinne einer baldigen Zinsanhebung hier beflügelt wurden. Darf man jetzt mal gespannt sein, ob sich hier die Anfangstendenzen British Pfund, US-Dollar links, hier Sie sehen es ja, British Pfund Yen Mitte, British Pfund Schweizer Franken rechts, hier weiter dort durchsetzen. Und wir haben jetzt hier eben einen ersten Abwärtsimpuls. Tatsache interessant, wir sind hier am Vortageshoch, beziehungsweise kurz vor den Vortageshochs bei den anderen Pairs. Und das ist ganz, ganz interessant, denn wenn die Paare hier jetzt nicht direkt unter das Vortageshoch zurücksacken, das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar sieht ja insbesondere angeschlagen aus, weil wir hier auch unter das Vorwochenhoch aktuell zurückswitchen. Kommen wir aber da wieder zurück, dann ist das hier durchaus als kleiner Fake zu interpretieren. Die Frage wird eben sein, wie baut sich das weiter auf? Und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, das aktuelle Geschehen, dann sieht das mehr so aus, als würde sich der Preis hier deutlich weiter nach unten orientieren wollen. Jetzt ziehen nämlich auch alle anderen Pairs hier ein Stück weit mit nach unten durch. Also macht sich sozusagen eine sichtliche Schwäche breit. Euro-Britisch Pfund im Kontext dazu hier nach oben ausgebrochen. Also News liegen mir aktuell noch nicht vor. Das ist auch nicht weiter dramatisch. Die Reaktionen dessen sind auf jeden Fall Britisch Pfund meidend gegenüber US-Dollar, Yen und Schweizer Franken. Wir sehen das sehr deutlich. Das britische Pfund wird hier verkauft. Und wir sehen gerade beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken jetzt hier just gleich ein neues Tagestief, ein Pip davor. Und jetzt brechen wir auch unter Umständen hier aus dieser Asia-Range raus. Das, was wir beim British Pfund gegenüber dem US-Dollar schon gemacht haben. British Pfund Yen hält sich hier noch ein Stück weit stabil, aber alles nichts Großes, nichts Weltbewegendes. Gehen wir kurz auf das British Pfund gegenüber dem Schweizer Franken ein. Das sehen wir hier Asia-Range 39 Pips. Laufen wir jetzt gerade drauf zu. Das sieht ganz interessant aus, denn wenn es hier drunter geht, jetzt haben wir ein neues Tagestief sogar schon gemacht. Dann dürfte es sicherlich weiter abwärts gehen, Richtung Pivot Point, möglicherweise Richtung ATR Low 1,4692. Die Tendenzen, wie gesagt, sind recht deutlich. Wenn die eingeschlagene Tendenz, und das ist beim britischen Pfund durchaus häufiger der Fall, einmal an Fahrt gewinnt, dann setzt sich die auch weiter fort. Und das schauen wir uns jetzt beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar auch gleich mal an. Also hier die Kerze, die News-Kerze, sehr beeindruckend. Aktuell 72 Pips gelaufen, im Schnitt 113. Hier gehen noch 40, 50 Pips in die eine oder andere Richtung. So wie es aussieht, eben nach unten, Pivot Point, Schrägstrich, ATR Low 1,5563 dürfte hier ein durchaus erstrebenswertes Ziel sein für das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Da wir eben Asia-Range-Ausbruch haben, die Vortageshochs, das Vortageshoch, das Vorwochenhoch unterschritten haben. Also wenn wir hier nicht zurückkommen, dann deutet sich beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar definitiv eine weitere Schwäche an. Einzig eine Rückkehr könnte hier ein dynamisches Reversal erzeugen, doch hier sehe ich auch eher weniger Chancen, denn die Tendenzen sind relativ deutlich. Arbeitslosenquote, da haben wir sie. 5,6% erwartet wurde 5,5, also ein Stück weit schlechter, ein Stück weit höher vielmehr. Durchschnittsverdienst 3,2 erwartet wurde 3,3. Inflation also nicht ganz so gestiegen. Arbeitslosengeldbezieher minus 7.000 erwartet wurden minus 9.300 nach revidiert. Dem Wert vom Vormonat alles nicht so berauschend, beziehungsweise hier drehen sich eh die Marktteilnehmer ihren eigenen Strick und insofern sehen wir hier die Preisdominanz und die deutet hier gerade auf eine akute Schwäche hin und insofern deutet sich tatsächlich an, dass das britische Pfund hier jetzt auf breiter Flur in Richtung Tagestiefs unterwegs sein sollte. British Pfund, wie gesagt, rein technisch 1,55, 62, 63 rund. British Pfund Yen, wenn wir ein neues Tief machen, der Yen hält sich hier natürlich noch ein Stück weit dagegen. Aber dann wären hier Vorwochenhochs auch denkbar. 1,91, 49 dann und hier British Pfund, Schweizer Franken. Da kann es sogar nochmal deutlich nach unten gehen. Eben auch hier bis 1,46, 92. Ganz, ganz interessant. Gut, liebe Zuschauer, dann schauen wir mal, was der Markt denn jetzt noch treibt im Weiteren. In jedem Falle spannend. Ich sage erstmal
Vielen Dank fürs Einschalten. Die News, wie gesagt, werden hier noch verdaut. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handeln und bis dahin, Ihr Christian Kemmer und tschüss.